Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Angel Reading, zum Engel Reading für diese Woche hier bei Cosmic Matrix und wir schauen einfach, was wir für Infos bekommen. Ihr habt ja auch gerade einen ganz kräftigen Vollmond hinter euch oder die Energien sind immer noch da. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich habe schon von einigen gehört, dass sie ganz müde waren und dass es sie arg, ja, so durchgearbeitet hat und es gibt auch ganz andere Mitteilungen, die ich bekommen habe. Ich habe ihn selbst als sehr kraftvoll, als voller Leichtigkeit erlebt und das ist immer unterschiedlich. Alles kann sein und ja, wir schauen einfach, was in dieser Woche für Energien für uns kommen. Letzte Woche hatten wir auch noch diesen wunderbaren Heilkreis, der auch noch nachwirkt und nachschwingt, auch in mir und sicherlich auch in dir, wenn du dabei warst oder auch in anderen, die einfach so zugehört haben, was da war. Ja, ganz, ganz spannende Energien, immer mehr ja, in die weibliche Autorität hineinzukommen, zu spüren, was ich wirklich will, was willst du für dich, für dein Leben. Und wir schauen mal, ob das hier irgendwie sich noch heute als Thema zeigen darf. Ich habe keine Ahnung, welche Karten hier liegen. Wir schauen einfach nach, was kommen darf. Und alle Karten findest du unterm Reading angegeben. Und wie du schon siehst, habe ich heute die Einhörner dabei. Die habe ich jetzt ganz lange nicht dabei gehabt. Die waren in meiner Kartenschublade. Ja, und eine Fee habe ich mit dabei. Die kleine Fee hier oben, die gehört nämlich eigentlich zum mittleren Einhorn dazu. Und die haben wir jetzt mal da hinten hingesetzt. Ich stelle dir erstmal vor, was ich aufgebaut habe. Wie immer die übergeordnete Botschaft und dann hier die drei einzelnen Stapel. Und ich habe auch einen Kanal mit Einhörnern und mit Drachenwesen, mit verschiedenen Naturwesen, aufgestiegenen Meistern und Einhörner liebe ich. Sind die mal wieder dabei? Vielleicht sind sie gerade sehr wichtig. Ja, also hier links kannst du diesen Stapel mit dem Einhorn wählen, mit den Blüten da drauf. Dann gibt es hier das mittlere Einhorn, das ist so rosig und glitzert. Und das hat eigentlich hier die Fee dabei, die jetzt da hinten wartet. Und dann haben wir noch so ein, ja, so ein Kind-Einhorn, so ein ganz kleines, süßes. Schauen wir mal, was hier, die Einhörner stehen ja für ein erhöhtes Bewusstsein, was da kommen will. Ja, dieses Horn ist sozusagen ein Ausdruck. Sie sind, glaube ich, siebendimensional aufgestiegene Pferde, wie man sagt. Ja, und sie unterstützen uns. Sie lieben Leichtigkeit, sie lieben Fröhlichkeit. Also wenn du sagst, wie kann ich die in mein Leben ziehen? Ja, wenn du eine beschwingte, leichte Stimmung hast, sie lieben es, wenn man gerne in der Natur ist, wenn man auch die, ja, die Natur schützt und reinhält. Das sind so reine Schwingungen, die die Einhörner in dein Leben ziehen. Und Kinderlachen lieben die besonders. Genau, nur zur Vorabinfo. Und die sind ja auch ziemlich im Trend. Die kann man ja auch überall kaufen gerade. Ja, nicht mal so im esoterischen Bereich, sondern überall gibt es die ja. Ne? Finde ich auch voll schön. Mal sehen, was als nächstes kommt. Nach den Einhörnern. Die Engel sind ja schon so überall bekannt. Und die Einhörner, mal sehen, vielleicht kommen jetzt die Drachen mal langsam und die Feen noch mehr raus. Dann starten wir. Ich lade dich ein, dich so ein bisschen mit einzustimmen, mit so einer kleinen Meditation vorneweg. So ein bisschen durchzuatmen, dich zu spüren, bei dir anzukommen. Wenn du magst, dann schließ gern die Augen und mach mit. Setz dich mal ganz aufrecht hin. Spür die Unterlage unter dir, wo du sitzt, deine Couch, dein, weiß ich, dein Sessel, wo auch immer du sitzt. Lass dich ein bisschen einsinken. Und richte dich ganz auf und atme mal tief durch. Lass die Arme beim Ausatmen sinken. Streck dich dabei zugleich noch ein bisschen empor. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Atme gerne für dich weiter tief entspannt bis in den Bauch rein. Und komme so ganz bei dir selbst an, beginn dich zu spüren und wahrzunehmen. Und wenn du magst, kannst du gern deinen persönlichen Engel zu dir rufen oder auch, wenn du möchtest, dein Einhorn heute mal rufen oder ein Krafttier, ja, wer auch immer dich lichtvoll unterstützt und dir hilft oder dir helfen darf oder soll.
Und dann lausch jetzt nach innen, wenn du die Augen noch ein bisschen geschlossen lässt und einfach in deinen Bauch atmest, ob die links, ob die, das linke Einhorn, das mittige oder das rechte Einhorn für dich irgendwie wichtiger sind oder die Karten links, Mitte oder rechts. Genau, ich berühre mal die Klangschale. Geht es los? Einfach nochmal. Und dann atme noch einmal sanft ein zum Schluss und aus. Und wenn du bereit bist, dann öffne einfach die Augen. Schau, wo dein Blick hingeht und das ist deine Karteninfo. Ja, und dann schauen wir mal, was hier kommen darf für uns alle. Geht auch gleich mit einem Einhorn los. Die Karten findest du wie immer unter dem Video und alle Infos zu mir. So, hier geht's los. Die Einhörner sagen, in dieser Woche solltest du einen Freund oder eine Freundin anrufen, ja? Also hier ruft jemand an, nimmt Kontakt auf, Hund und Katze sind auch da. Und was du siehst, die Einhörner segnen dieses Gespräch. Von dem Horn, des Einhorns, gehen so kleine Lichtfunken, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, zu dem Telefonierenden. Das heißt, ein Gespräch mit einer Freundin, einem Freund ist sehr hilfreich für dich und die Einhörner stupsen dich da an. Ja, red doch mal darüber. Das tut dir gut. Ja, die wissen, dass dann irgendwie sich für dich vielleicht schon was klärt, wenn du drüber redest, dass dir was klar wird und sagen, spür mal, wer das sein könnte, wo du vielleicht mal wieder anrufen musst. Dann haben wir eine Botschaft von Erzengel Michael. Und da kommt, lade immer wieder bewusst den Humor ein. Die Leichtigkeit darf mehr sein. Ja? Und bitte auch die Engel darum, dass sie dir helfen, eine Situation oder bestimmte Begegnung, Menschen mehr mit Humor zu sehen. Das Ganze mehr in die Leichtigkeit rücken zu lassen. Darum kannst du Erzengel Michael bitten, ja? Dass er dir hilft. Und ich habe ja schon gesagt, die Einhörner lieben es, wenn man lacht. Und vielleicht ist es auch ein Freund, eine Freundin, mit der du einfach so reden kannst und ihr kommt in so eine schöne Leichtigkeit und könnt zusammen lachen. Und das tut dir vielleicht auch wieder mal richtig gut, wie man sagt, so zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist oder sich was von der Seele reden oder zusammen einen Schmarrn erzählen. Also ein bisschen ulkig sein, zusammen lachen. Vielleicht fällt dir da auch gleich jemand ein. Vielleicht hast du eine Freundin, einen Freund, mit dem du sehr lustig reden kannst und einfach schnell die Sorgen auch vergessen kannst. Es tut dir auf jeden Fall immer mal gut, sowas zu machen. Oder du schaust einen lustigen Film. Ja, die Leichtigkeit möchte mehr in dein Leben kommen. Dann haben wir von den Drachenkarten. In dieser Woche, ja, wird es eine neue Verbundenheit dadurch auch geben in dir. Ja, durch das Sprechen und durch den Humor wirst du vielleicht nochmal anders auf Menschen zugehen können. Du wirst die Verbindung mehr spüren können zu dir und zu allem, was dich umgibt, ja. Und hier heißt es nochmal, ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich dadurch geliebt und beschützt. Also es sieht hier nach einer richtig guten Woche aus. Das Lachen ist dabei, die Freunde sind dabei. Jetzt haben wir noch eine Botschaft vom Mond. Schauen wir mal, was da noch kommt, was auch noch in diese Woche mit reinspielt. Und zwar haben wir hier den Mondpriester genannt mit der Zahl 22, auch eine tolle Zahl. Und hier heißt es, spürst du die Anwesenheit des Priesters des Mondes, der dir aufzeigt, welch fortschrittliche und innovative Kraft in dir steckt? Er ist weise, mystisch, kenne auf allen Gebieten der wissenschaftlichen Kunst. Er erscheint, um dich an deine Aufgabe zu erinnern. Okay, also nochmal hinspüren, was es in dir eigentlich auch will, auf einer spirituellen Ebene, wenn du das Ganze wieder mehr mit einer Leichtigkeit siehst. Also scheint so, als ob in der letzten Woche sich vielleicht ein Knoten gelöst hat oder etwas jetzt wieder bergauf geht, so dass du aus dieser neuen Leichtigkeit heraus nochmal, oder es stellt sich jetzt in dieser Woche ein, nochmal auf deinen Lebensweg, auf deine spirituelle Entwicklung nochmal ganz anders drauf schauen kannst. Und ich schaue jetzt auch nochmal in das Mond,
Priesterbuch rein, ob noch eine zusätzliche Info zu der Karte kommt. Das heißt, dass dir jetzt wieder mehr Stärke und Kraft zufließt, dass du vielleicht ja auch nochmal die Sterne, die Astrologie nochmal mit zu Rate ziehst und die ganzen ja, Wirkungen, Wechselwirkungen. Und für einige vielleicht interessiert ihr euch für magische Prozesse, dieses Ganze, was mit Magie und Mystik zu tun hat. Was willst du denn da noch mehr erforschen? Nimm auch deine Herrschaft an. Ja, wir könnten jetzt hier vielleicht auch Mondpriesterin sagen, aber es geht hier ein bisschen mehr um die männliche Qualität, um dieses, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen, in Aktion bringen. Das ist schon von daher das Männliche. Wie kann ich aktiv in meinem Leben zum Beispiel das einfließen lassen? Was möchte ich nicht nur in einer gedanklichen Ebene lassen? Das ist ja was sehr Jeniges, was Weibliches. Sondern wie bringe ich es in mein Außen? Also wie kann ich die Füße auf die Erde kriegen und dieses Spirituelle tatsächlich leben? Und das ist ja auch das Thema vom Heilkreis so ein bisschen gewesen. Wie habe ich den Mut oder gehe in meine Richtung? Ja, wie schaffe ich das? Und das ist eine männliche Qualität, Sachen in die Handlung zu bringen. Und auch die Herrschaft da zum Beispiel zu übernehmen und zu sagen, ja, dafür brauche ich das und das. Und dann gehe ich da hin und dann rufe ich den an und dann mache ich das mit der Webseite oder was auch immer. Das ist dieses Handeln, das ist was Männliches. Und zugleich ist dieser Mondpriester aber ganz spirituell und verbunden. Das heißt, auch ein bisschen diese Balance zwischen weiblich und männlich. Wann ist es wichtig zu handeln und wann ist es wichtig, ruhig zu sein? Und da mit so einer gewissen Leichtigkeit und drüber sprechen vielleicht mit einem Freund, einer Freundin und diesem tiefen Gefühl der Verbundenheit kannst du vielleicht nochmal echt für deine Aufgabe hier einen ganzen Schritt weiterkommen. Ich weiß, dass viele von euch viele verschiedene Projekte haben oder eins haben und nicht wissen, wie lasse ich das los, wie kann ich das Spirituelle mehr leben, wie kann ich das schaffen. Und vielleicht habt ihr dann beim Reden mit jemandem oder auch mit einem Berater, mit einem Coach gemeinsam eine Idee, ja, wie kann das tatsächlich in die Tat umzusetzen sein. Aber das Ganze, wie gesagt, aus der Freude, was liebst du zu tun? Total schön. Und immer wenn du praktisch ja, den Seelenweg gehst, dann ist es so, dass dir das Freude macht, das zu tun. Das ist dann nicht so, wie man sagt, ich muss jetzt arbeiten gehen. Ja, sondern man liebt es. Du willst es tun. Das ist das, was dir richtig Spaß macht. Ja, und dahin geht's, dass es richtig Spaß macht, aus dem Herzen aktiv das zu leben. Okay, das klingt voll gut. Ich kriege gleich Sonne auf den Tisch, aufs Kartendeck. Es wird gleich immer heller, werdet ihr gleich sehen. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Stapel hier, mit dem linken Einhorn, mit den Blumen. Da fangen wir mal mit an. Und dann geht's jetzt los mit deiner ersten Karte in dieser Woche. Ah ja, da kommt die Abenteuerlust wieder rein. Da haben wir auch direkt ein Einhorn dabei. Aber jetzt zweimal Einhörner. Und das heißt, ja, es kann sein, dass du auf eine ganz neue Idee kommst, etwas nochmal ganz neu zu betrachten, ganz neu anzugehen. Also dieses hat nicht nur Ideen, das setzt auch Ideen um. Das geht tatsächlich los und das geht nicht die ausgetrampelten Wege. Das geht tatsächlich mal auch ganz woanders lang, wo noch keiner lang gelaufen ist. Das heißt, wieder die Situationen neu, flexibel, mit Frische, mit ja, so ein bisschen Abenteuerlust zu betrachten. Das heißt, mal was Neues zu probieren. Vielleicht ist in deinem Leben alles sehr fix und geplant und fest. Und vielleicht kommst du jetzt drauf, dass du dir irgendwo den Ruck geben darfst und mal ein bisschen die ganzen Konzepte überprüfen darfst und irgendeinen neuen Weg gehen darfst. Ja, und dann lass dich ein und sei mutig und mach es mit einer Leichtigkeit und geh los, ja, was auch immer dir eingegeben wird. Vielleicht ist es auch eine tägliche Routine, die du ändern musst, um in eine Lockerheit reinzukommen, ja. Vielleicht hast du da eine Idee, was kann ich denn machen? So, ich trinke jetzt jeden Tag grüne Smoothies, vielleicht tut mir das gut und gucke ich mal, was passiert. Oder irgendwas, was dich anfliegt, wo du merkst, ah ja, da bin ich jetzt drauf gekommen oder das habe ich mal gefunden im Internet. Probiere ich jetzt mal einfach aus und vielleicht tut mir das ja gut. Und dann mach das einfach mal. Bring mal die Sachen ein bisschen in Bewegung. Ja, Bewegung ist immer auch gut, die äußere und körperliche Bewegung, um innerlich was zu bewegen. Dann haben wir für dich noch folgende Karte. Ja, hier ist noch die Unentschlossenheit. Also wenn die sich jetzt hier zeigt, dann hoffe ich, dass sie sich jetzt natürlich für dich auflösen darf. Die Unentschlossenheit
weil dieses ein Fuß tritt aufs Gas und ein der andere Fuß tritt die Bremse, da kommt man irgendwie nicht voran, da fährt sich der Reifen heiß, der Motor wird heiß, aber das Gefährt bewegt sich nicht sofort. Ja, vielleicht kennst du das Thema, die Unentschlossenheit. Ich halte mich in allen Dingen meines Lebens an die Intuition, heißt es jetzt hier, und da kann ich dir wirklich nur raten, nimm die Freude als wirklich als deine Führung. Da, wo die Seele innerlich jubelt, wo sie sich freut, wo du weißt, boah, das ist so, das macht nur Spaß, das ist das, was du wirklich tun willst. Und wenn du schon den Kopf zwischen die Schultern ziehst, wenn du denkst, ich gehe jetzt da wieder in dieses Büro mit diesen Leuten und mache wieder diesen Job, ich sage jetzt mal Büro, das kann jetzt auch irgendwas anderes sein, wenn du das schon merkst, dass du da schon gar nicht hin willst, dass du schon gar nicht aus dem Bett willst, dann stimmt doch da was nicht, ja? Dann sagt deine Seele doch nicht, juhu, hier müssen wir hin. Ja, dann spür mal, was es sein kann und wie kannst du vielleicht zweigleisig fahren oder irgendwo anfangen, dir was aufzubauen, was dir echt Spaß macht. Also, genau. Und die Unentschlossenheit, das ist so, gehe ich nicht links, gehe ich nicht rechts, mache ich einfach weiter. Das ist so ein Zustand, an dem es dir nicht gut geht. Also, du möchtest ja abblühen, deine Seele hier entfalten. Ja, dann spring mal irgendwo über deine Grenze oder bild dich irgendwo fort oder was auch immer, an welchem Punkt auch immer du stehst. Probier das mal aus, wo deine Freunde dir sagen, jetzt mach doch mal endlich. Dann mach das auch einfach mal. Spring mal über deine Komfortzone hinaus, in das neue Land hinein. Und du wirst auch merken, dein inneres Kind wird auch viel Freude haben und vielleicht ist das alles gar nicht so schwer oder so komisch oder so kompliziert, wie du dachtest. Ja? Vielleicht sind viele Dinge nur im Denken, im Ätherischen. Du brauchst ein bisschen mehr dann diese männliche Handlungskraft. Schauen wir mal, von den Atlantern kommt auch noch ein Hinweis. Jetzt kommt hier das Licht. Hier kommt als neues Energiezentrum der dritte Himmelsstern Sonarus. Ja, ich schaue jetzt nochmal nach. Ich möchte meinen, der ist über dem Kopf. Außerhalb von unserem Körper und es ist wie so eine Sonne über uns, die zu uns scheint. Und zwar 50 Zentimeter, nee, 1,50 Meter über deinem Kronenchakra ist dieses Energiezentrum. Und es sieht wirklich aus wie eine Sonne, deswegen heißt es ja auch so, ja. Und du kannst dir vorstellen, dass das richtig auf dich hinabstrahlt und wenn diese Karte hier zu dir kommt, dann geht es um sehr große Kraft und Macht, die sich jetzt für dein Leben entfalten will. Und diese männliche Sonnenkraft ist auch eine Kraft, in Handlung zu gehen. Ja? Das ist ja das männliche Prinzip, ist ja das Prinzip der Aktion. Das heißt, du kriegst jetzt Mut, zu deiner Größe zu stehen. Du kriegst jetzt Mut, auch Sachen zu machen und endlich Blockaden durchlichten zu lassen. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass diese wunderbare Sonne über dir ist und auf dich strahlt und alles, was in diesem Unentschlossen ist, in diesem Wagen hin und her denken, darf jetzt durchleuchtet, durchlichtet werden und die Blockaden dürfen hinweg transformiert werden. Ja, du kriegst ganz viel Stärke und es wird auch ein Schutz in deiner Aura ausgebreitet damit. Ja, für die nächsten Tage kannst du gerne mit diesem Symbol auch meditieren, wenn du magst. Du kannst dir so einen Screenshot machen und das für dich irgendwie festhalten, weil das sind 5D-Symbole, ja, die hier wirken. Ja, das fühlt sich richtig kraftvoll an. Bin ich schon gespannt, was ihr dann berichtet. Jetzt habe ich für dich noch einen Orb für diese Woche, der dich auch noch unterstützt. Und hier haben wir ein Erzengel Butyalil mit einem Liebesengel. Und ich glaube, Butyalil ist für die Naturgeister. Ich schaue mal nach. Der sagt mir noch irgendwie was. Und zwar, ich lese dir vor, da siehst du den Orb hier langsausen. Ich habe auch schon mal Orbs wirklich mit bloßem Auge im Dunkeln herumsausen sehen. Dieser Orb hilft ihnen, das Mysterium des Baumreiches zu verstehen. Die Bäume bewahren das alte Wissen und erinnern sich an alles, was in der betreffenden Gegend geschehen ist. Sie sind Ankerpunkte des göttlichen Lichts und spenden den Menschen, dem ganzen Naturreich und dem Reich der Elementarwesen Heilung und Trost. Der Rat der geistigen Welt an sie lautet, sich heute Bäume mit neuen Augen anzuschauen und ihre Bedeutung und Magie zu erkennen. Stimmen Sie sich auf Ihre Weisheit ein und nehmen Sie die Energie an, die Sie ihnen schenken.
Wow. Ja, cool. Also vielleicht gibt es einen Baum, der dich so magisch anzieht, wo du innerlich mal so in Kontakt gehen willst. Vielleicht kennst du das auch, dass man Bäume umarmen kann. Und du kannst auch einem Baum eine Frage stellen und dann einfach ganz nah mit dem Rücken oder mit dem Bauch dich dran lehnen und einfach hören oder spüren, was dieser Baum antwortet. Und es dauert, Bäume schwingen langsamer. Und atme da wirklich ein paar Minuten und spür mal, was die Antwort sein könnte. Und ich bin mir sicher, über den Baum kriegst du ganz viel Kraft und Mut. Und es ist auch spannend, welchen Baum du dir dann intuitiv aussuchst, wenn du rauskriegst, wofür dieser Baum nochmal steht. Das könnte auch interessant sein, aber sollte nicht so aus dem Kopf entstehen, diese Wahl. Ja, ganz toll. Also ich wünsche dir eine super Woche, dass du einen Schritt vorankommst oder was Neues für dich klarkriegst und ja, auch die Leichtigkeit da sein kann. Ja, alles Liebe von mir. Und dann kommen wir jetzt hier zum mittleren Einhorn, wenn du das hast. Sind wir jetzt bei dir. Schauen wir mal deine Karten an. Deine erste Karte für heute, für diese Woche. Wow, hier du hast auch nochmal ein Einhorn drauf. Das sind ja himmlische Lichtbegleiter. Da sind ganz viele verschiedene Tiere. Auch hier ist ein Einhorn. Sei du selbst, sagt das Einhorn, ja. Und dieses Einhorn springt hier auch voller Leichtigkeit und Freude durch den Himmel. Und also hier kriege ich auch die Information, da wo die Leichtigkeit ist, wo die Freude in dir ruht, da geht es wirklich hin, da zeigen dir die Einhörner. Fühlst du das? Spürst du diesen inneren Ruf? Ich lege die jetzt mal hier so mit drauf, damit du die sehen kannst. Ja, spürst du diesen inneren Ruf, spürst du den Ruf deiner Seele? Sei ganz du selbst. Ja, versuch wirklich, ja, dieses dem Außen zu sehr zu entsprechen, wo es gar nicht deins ist. Das darf noch mal ein Stück weit mehr von dir wegbröckeln, weil dann kannst du nicht lachen, dann kannst du nicht atmen, das bist du dann nicht. Und sei du selbst heißt auch, an welchem Punkt möchtest du etwas in die Handlung umsetzen? Möchtest du dich bewegen? Möchtest du, ja, auf etwas zugehen oder mit Leichtigkeit fast zu fliegen, ja, wie dieses Einhorn. Du weißt selbst, was du willst in dir drin. Und es ist auch dieses nach innen zu spüren, dieses mystische, magische, nach innen zu lauschen, in die Stille zu gehen und zu spüren, was deine Seele spricht und was sie will. Und auch diese innere Verbundenheit mit dir selbst zu haben, ja. Und das darf immer mehr werden in deinem Leben. Du darfst immer mehr das ausdrücken und raus erforschen. Ja, wie so eine magische Reise in dich selbst hinein. Wer bist du und was möchtest du wirklich leben? Und wovon hast du schon als Kind geträumt? Was hat dich schon immer berührt und glücklich gemacht? Und darf das in deinem Leben noch mehr werden? Denn dann kannst du ganz viel lachen, dann hast du ganz viel Freude. Ja, was ist das, was es ist, was du so liebst? Ja, manche zum Beispiel arbeiten mit Zahlen, mit sehr viel logischem Denken. Und es gibt einen Teil in ihnen, der wünscht sich, am Menschen zu arbeiten. Ja, oder was ich auch schon hatte, die Eltern sind sehr wissenschaftlich geprägt und man hat das und das studiert, aber man liebt das überhaupt nicht. Und wünscht sich eigentlich etwas mit Natur, mit Leichtigkeit und übergeht die ganze Zeit die Seele, die Seelenstimme und wird dann sehr, sehr traurig, weil die Seele wird wie zugedeckt, wie erstickt, kann nicht zu dir durchdringen oder wird zwar gehört, aber wird nicht nachgehandelt. Also da habe ich auch schon viele Klienten gehabt. In den Energiesessions, das drückt die Seele irgendwann so nieder. Deswegen sei du selbst und find es raus. Und ja, dann kommt vielleicht die Frage hier vom Kopf, wie kann ich denn damit Geld verdienen? Kann ich das überhaupt leben? Ja, ist ja erstmal gar nicht die Frage, ob du gleich damit davon leben kannst, sondern erstmal find es erstmal raus und fang erstmal an, damit zu spielen, damit in Kontakt zu gehen und es wieder dich zu trauen. Einfach nur erstmal für dich das zu machen und dann kannst du ja weiterschauen. Und das kannst du alles gerne mit einer Freundin oder mit jemandem bereden. Und das tut dir so gut, rauszukriegen, was will ich selbst? Oder zum Beispiel, du machst irgendeine Fortbildung und du hast ein ganz eigenes Herangehen an die Dinge. Und in der Ausbildung, Fortbildung, vielleicht erwartet man von dir genau nach irgendeinem Konzept zu funktionieren oder so und so zu sein. Und vielleicht passt es überhaupt nicht zu dir, weil du da viel freier denkst, weil du da viel übergreifender blickst.
und es einfach nicht genau der Ausdruck deiner Seele ist, dann bist du vielleicht auch so ein Freigeist, ja? Je nachdem, was wo du jetzt stehst, horch auf deine Seele. Es ist ganz wichtig, dass du ja dich nicht in Konzepte reinquetschen lässt. Okay, dann haben wir die nächste Karte für dich. Hier geht es um Wachstum, ja, auch um seelisches Wachstum, um Entfaltung. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Also dafür stehen auch einfach die Einhörner, für erhöhtes Bewusstsein. Und die sind ja heute jeweils in den Karten nochmal aufgetaucht, ja. Also dein Wachstum darf sich erweitern. Ich liebe diese Karten, ja. Also vielen Dank nochmal. Die wurden mir ja geschenkt von einer lieben Klientin. Ganz tolle Karten. Wunderschön gezeichnet. Also es geht um Entfaltung, um wie ich schon sagte, du selbst zu sein. Du kannst niemand anders sein. Es gibt dich nur einmal und das Wichtigste ist, womit du Gott diese Freude machst, wenn du entschlüsselst, herausbekommst durch diese Innenschau und durch das Freischaufeln von Wegen und Blockaden wegräumen und wirklich authentisch immer mehr du sein. Indem du dann das wirklich lebst, was dir mitgegeben wurde, dieses Unique, dieses einzigartige, diesen einzigartigen energetischen Abdruck, den nur du hast, den kannst nur du so leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den lebst, weil da ist dann auch die Freude da, die kommt dann, die ist dann einfach, einfach in da, jeden Tag. Und genau, dann die nächste Karte für dich. Hier haben wir auch, ach schön, auch ein Energiezentrum von Atlantis, ein zweiter Himmelsstern Excalibur. Spannend, ja, da kannst du auch so drauf schauen, die können sich dann auch scheinbar wie bewegen oder es geht in irgendeine Richtung rein oder raus. Ich lese dir vor, was dieses Energiezentrum macht, aber Excalibur, wissen wir schon, ist ja so ein Schwert, ne? Auch ein Schwert der Wahrheit. Und ich werde dir vorlesen, was dieses macht, wenn es jetzt zu dir kommt. Es ist ein königliches Zeichen. Hier geht es um Reichtum, Macht und Anerkennung. Und so ist es auch bei Excalibur. Diese Energiezentren hier schwingen dann, also dieses Energiezentrum schwingt bei dir dann optimal, wenn du zu 100% fühlst, dass deine Göttlichkeit und die hochschwingenden Energien des Universums, dass du die verdient hast. Also ist auch die Frage, wie stehst du zu deiner eigenen Göttlichkeit, zu deiner Königlichkeit? Sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Krone. Ja, so leicht, wenn man so in eine Krone irgendwie reinschaut oder draufschaut, wenn man das irgendwie ausschneidet und zusammenklappen würde, würde das wie eine Krone aussehen. Wenn du dir das jetzt vorstellen kannst. Dass du die Göttlichkeit deiner eigenen Seele wieder annimmst, das ist das Thema dieser Karte. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie Buße tun musst oder irgendwas mit Schuld oder so hast. Was noch ein Thema sein kann, ist, dass viele Heiler und Heilkundige und Seher früher mal bestraft wurden für ihre göttlichen Fähigkeiten und dass das ein Thema sein kann, was manchmal noch dazwischen kommt, wo die Seele sich erinnert und sich das vorgenommen hat, es nicht wiederzuleben, dass da jetzt auch eine Reinigung stattfindet. Wenn die Karte jetzt für dich kommt, geht es darum, deine Göttlichkeit wieder anzunehmen, sie wieder zu aktivieren, zu integrieren und dir deine Krone wieder aufzusetzen und dich auch an deine Schöpferkraft zu erinnern, ja, dass du in deinem Leben bestimmst. Du hast Reichtum verdient, du hast Liebe verdient, alles hast du verdient. Du darfst wirklich empfangen und aktiv wünschen. Auch das heißt diese Karte. Wünsch dir wieder und also nimm deine Regentschaft an, nimm deinen Machtstab wieder in die Hand und schau, dass du dich entfaltest. Also wirklich, es geht um einen ganz großen Selbstentwicklungsprozess in deine Seelenkraft hinein. Ganz tolle Info für dich für diese Woche. Mann, oh Mann, jetzt haben wir noch einen Orb für dich. Schauen wir mal, welcher da kommen mag. Ach schön, du hast ein Liebesorb und Erzengel Kamuel. Zweimal die Liebe. Kamuel ist für die Liebe und dann noch ein Liebesengel auch noch. Und ich werde dir jetzt noch erzählen, was dieser Liebesorb für eine Botschaft hat. Und zwar heißt es, dieser Orb schenkt ihnen Liebe und Lebensfreude. Und sie werden das Bedürfnis verspüren, dieses Geschenk mit anderen Menschen zu teilen.
Der Rat der geistigen Welt an Sie lautet, visualisieren Sie während der Meditation mit diesem Orb, dass sich Ihr Herzzentrum mit Liebe füllt und dass es warm wird und strahlt. Wenn Sie dann einen anderen Menschen anlächeln, werden Sie ihn auf der Herzensebene berühren. Sie werden ihn in bedingungslose Liebe und in das Licht von Erzengel Kamuel einhüllen. Sie werden dazu beitragen, dass sich dieses Licht auf der ganzen Welt verbreitet. Ja, und wenn du so willst, können wir auch sagen, dass du ein Botschafter der Liebe bist, dass du Liebe sendest, dass das vielleicht deine Seelenaufgabe ist, ja? Das Neue, was kommen darf. Du hast ja hier auch so ein zartes Einhorn mit rosa Füßchen. Auch hier ist die Liebe schon mit dabei. Genau, lebt es und du wirst selber dich reichlich beschenken und andere Menschen mit Liebe beschenken. In dem Sinne, eine ganz, ganz zauberhafte Woche. Trau dich raus, reiß die Mauer nieder, die dich noch abhalten und geh los. Es ist an der Zeit, ja, weil die Welt wartet auf dich. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit. Genau jetzt. Alles Liebe, schöne Woche und komme ich jetzt zum letzten Einhorn. Wenn du das rosa Einhorn gewählt hast, dann kommen wir jetzt zu dir. So, schauen wir mal deine Botschaft an. Deine erste Karte. Schauen wir mal, ob du jetzt auch ein Einhorn hier noch bekommst als himmlischen Lichtbringer. Wow, das ist ja auch ein bisschen ein Kind-Einhorn, habe ich schon gesagt. Und hier kommt auch eine Karte, die beziehe ich immer auf das innere Kind, ja. Also die Unschuld kommt zurück. Und zwar ist das diese kindliche Leichtigkeit, die sich wieder einstellen darf. Das heißt, wir können wirklich alte Schuldgefühle wieder gehen. Das heißt, du wirst mit deiner inneren Reinheit und auch diesem Lachen deines Kindes wieder verbunden. Vielleicht hat dich jetzt in deinem Erwachsenenleben irgendetwas so richtig energetisch niedergedrückt, dass du gar nicht mehr lachen konntest. Und diese Karte möchte dich daran erinnern, du bist das geliebte Kind Gottes und du warst nie und du bist nie schuldig gewesen, ja. Du darfst dich einfach geliebt fühlen. Das ist eine ganz große Liebeskarte und dass es alles so schön weiß ist, heißt auch, es ist wie so ein Neustart. Es ist alles wieder rein und frisch. Und da passt ja hier auch das rosane Einhorn, weil es ist so wie so ein Baby, ne? So wie so ein nackiges Baby. So ganz zart und frisch. Und von daher ist es auch eine Neustart-Energie, ja? Also das Lachen wird jetzt mehr wiederkommen. Ja, vielleicht gehst du wieder mehr raus und triffst wieder mehr Leute. Vielleicht ist eine schwere Zeit jetzt wirklich am zu Ende gehen bei dir. Ja, kommt eine neue Leichtigkeit rein. Sehr, sehr schön. Dazu kommt das Thema Leugnen. Ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusst Einsicht an ihre Stelle. Ja, vielleicht hat in der Vergangenheit ein bestimmtes Thema dein Leben so runtergezogen. Das könnte jetzt hier Angst sein, es könnte auch ein anderes Thema sein. Sagen wir mal, Schuldgefühle haben sehr viele Menschen, Schamgefühle, was auch immer. Und vielleicht hast du das eine gewisse Zeit lang gar nicht anschauen können oder nicht bemerkt, ja. Und hier kommt jetzt diese innere Einsicht, das passt jetzt hier sehr gut mit dieser Mondpriesterkarte. Das heißt, du schaust nach innen und du siehst, ah ja, das ist das einfach, was mich auch runtergezogen hat. Und es geht hier, wie du auch bei dieser Karte siehst, um die Entfaltung, dass du die Zusammenhänge siehst und dass du siehst, dass du nicht schuld bist an etwas, dass du ein reines, geliebtes Kind Gottes bist. Vielleicht hast du nochmal Dinge aus der Vergangenheit erfahren, hast irgendwelche Schriftstücke gefunden, hast Gespräche geführt mit Verwandten, irgendwas erfahren und es hat dich vielleicht lange Zeit beschäftigt. Und du kannst es irgendwo jetzt hier in ein Loslassen geben. Vielleicht konntest du es lange nicht anschauen. Vielleicht hast du dir jetzt Hilfe geholt mit einem Therapeuten, mit irgendwem drüber, konntest du endlich reden und es dadurch ein Stück weit gehen lassen oder erstmal annehmen, überhaupt aussprechen. Hey, in unserer Familie ist das und das passiert, das ist mir passiert. Und das Reden und die Verbundenheit, ja, dieses zu sehen, vielleicht, Mensch, ist es denn deiner Freundin auch passiert, kennt die das, ja, irgendwo bist du da mehr in die Annahme reingekommen oder es kommt jetzt, ja, dass du mehr hinschauen kannst. Ich schaue auch noch mal rein ins Heft für diese Karte. Suche ich auch noch mal raus. Vielleicht haben wir da auch noch mal einen ganz tollen Satz, wo du mitnehmen kannst, den du mitnehmen kannst.
Schöner Deutsch. Und zwar öffne dich wieder. Ja, die Verbitterung, alles, was du verdrängt hast. Hier steht jetzt auch Ängste, aber ich habe das Gefühl, es bezieht sich nicht nur auf Ängste, dürfen absterben. Nee, die sterben nicht einfach ab, sondern sie liegen in dir herum und machen dich sozusagen krank. Deshalb müssen die liebevoll ans Licht geholt werden mit ganz viel Mitgefühl und Annahme. Und sie brauchen ein bisschen Raum, ja, durch vielleicht ein Gespräch oder einen Coach, einen Therapeut. Auch wenn das in dem Moment nochmal wehtut, hilft das, diese Dinge loszulassen, ihnen Raum zu geben. Es heißt, das Verleugnen oder Verdrängen ist keine Hilfe, sondern das zieht energetisch und bleibt dort, ne? Es braucht Raum und es geht darum, ja, dass das, was dahinter steht, wer du eigentlich bist, dass das wieder zu dir durchdringt, ne? Dass du dich wieder daran erinnerst, ja. Dass bevor du das alles erfahren hast oder bevor das alles passiert ist, warst du dieses geliebte, unschuldige Kind. Und das ist immer noch in dir drin. Ja? Und das braucht es, dass du dieses Kind wiederfindest und Kontakt mit dem aufnimmst und deine innere Reinheit wiederfindest. Von Atlantis kommt dazu folgende Botschaft. Wir haben, es ist ja echt der Hammer, alle drei Energiezentren, die über dem Kopf sind, haben wir hier diesmal liegen. Energiezentrum, erster Himmelsstern, Plenarius, ja. Ist ja echt spannend, dass das jetzt, und alle Einhörner arbeiten ja mit dem erhöhten Bewusstsein. Wir haben hier auch nur drei Energiezentren, die über dem Kopf sind. Ich finde das echt sehr spannend, wie die geistige Welt das immer so anordnet, ja. Und zwar Plenarius. Ich sag dir erstmal, wo das ist. Du kannst das gerne so ein bisschen betrachten. Ja, das sind so 5D-Elemente. 15 cm über dem Kopf, sagt man, ist es, ja. Es steht für Grenzenlosigkeit und Freiheit. Und es aktiviert auch die Verbindung zu den Sternen und den Lichtstätten in uns. Also du bist in dir drin auch mit den Sternen und anderen Lichtstätten verbunden. Und du kannst dich jetzt mit diesem neuen Energiezentrum verbinden. Über alte Begrenzungen hinauswachsen. Grenzen, die du dir irgendwann selber gesteckt hast, darfst du jetzt sprengen. Auch Grenzen, die durch Erziehung, Schule, Gesellschaft dir beigebracht wurden. Die, wo du dann irgendwo an deine Grenzen stößt. Wo du meinst, du kannst jetzt die Wünsche nicht erfüllen. Die darfst du hier über Bord werfen. Denn es geht darum, dass du deine Wünsche in die Tat umsetzt, ja, wie der Mondpriester in die Tat geht und dir hilft beim Handeln. Also es geht um eine starke Reinigung deiner Glaubenssätze. Es werden ganz viele Grenzen aufgelöst, so dass du weiterkommst, dass dein Weg frei ist, dass freie Fahrt jetzt sein kann und Wunder geschehen können. Du darfst gerne mit diesem Symbol meditieren, ja. Es unterstützt dich dabei, dass auch das Licht in dir fließt, dass deine Grenzen sich auflösen und Freiheit und Grenzenlosigkeit jetzt fließen dürfen. Ganz schöne Botschaft für dich. Also du kommst auch ein ganz großes Stück weiter, aber es geschieht wirklich nur durch das bewusste Hinwenden, gerade auch zu den Stellen, wo es schmerzt. Ein Wegleugnen hilft dir nicht weiterzukommen. Ja, aber da, je nachdem, um was es geht, hol dir doch einfach gute Hilfe und red mit jemand Professionellem drüber. Ja, der dir, oder mit einer guten Freundin, je nachdem, um was es geht. Dann schauen wir. Ein Orb für dich noch, diese Woche. Wow, der ist ja schön, der Orb. Siehst du den? Der Erzengel Gabriel und Uriel, dann Vivifsil und einer der Mächte und Meister Wuslu. Der Meister Wuslu, der klingt ein bisschen wie einer von Star Wars. Finde ich. Weiß auch nicht, warum, wer da so heißt, aber ich habe da jetzt irgendwie eine Star Wars Assoziation. Okay, ich lese dir mal vor, was diese Karte, da sind ja viele Engel drin. Dieser Orb vermittelt ihnen ein Gefühl für die Größe und Großartigkeit des Universums. Und die Energie lädt sich runter, wenn du den betrachtest, ja? Deswegen halte ich den jetzt hier hin. Vivifsil ist einer der Herren des Karmas, der auf den inneren Ebenen lehrt, was für den Aufstieg nötig ist. Meister Wuslu, der
höchste Hohepriester, der sich jemals im goldenen Atlantis inkarniert hat, hilft ihnen, dieses Wissen, das jetzt auf sie übertragen wird, aufzunehmen und zu verarbeiten. Der Rat der geistigen Welt an sie lautet, sich zu öffnen, damit sie dieses Wissen empfangen können. Wow. Also auch von Atlantis bekommst du Hilfe und Unterstützung. Und es kommt wirklich Wissen zu dir rein, ja, wie du das lernen kannst, wieder in diese, ja, gute Seelenverbindung zu dir zu kommen. Dass du wieder so einen liebevollen Blick auf dich hast und wieder lachen kannst, dass, und auch handlungsfähig bist in deinem Leben, ne? Sehr, sehr schön. Und was ich hier auch spüre bei dir, ist diese Verbundenheit vor allen Dingen auch in dir selbst mit all deinen Anteilen, ja? Und dass alles in voller Liebe fließen darf. Fühl dich mehr geliebt, das bringt dir hier auch dieses süße, süße rosa Einhorn. Genau, heute ist es voller Einhorn. Liebe hier, alles Liebe für dich auch. Und genau, und sonst, ich kann natürlich auch für dich da sein, wenn du reden möchtest. Ich mache ja auch verschiedene Energiearbeiten und Quantenheilung und Erzengeln und Kartenreadings. Das geht natürlich auch. Jetzt sage ich zu dir, zu euch, alles Liebe. Danke fürs Anschauen. Eine schöne Woche. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dürft ihr gerne den Daumen hoch geben und kannst du gerne kommentieren. Ich finde es eine ganz schöne Wochenbeginn-Energie, ganz toll. Liebe Grüße von mir und dann sehen wir uns morgen wieder zur Tagesbotschaft. Alles Gute, Satnam.